Willkommen auf mein neues Video. Rauf, rein, bloß Fragen. Und ihr könnt, also ich habe an euch eine Frage. Was für ein Virus soll ich nächste Woche hochladen? Ihr könnt einfach unten in den Infobox einschreiben. Was für ein Virus und was für Namen soll ich dieses Videos geben? Und die Thema für Raufrei 4 ist, das ist eine Nikorette. Nikorette, Kaugummi, 2 Milligramm frische Mint. Nikotin, Polar, Kerelin. Und ja, das schmeckt richtig hammergeil. Nikotin schmeckt man nicht so richtig raus, aber naja. Und ja, was soll ich denn noch dazu sagen? Das ist hammergeil. Ich bin auch ein bisschen fettfrei, aber der Geschmack muss erstmal nachkommen. Dass ich nicht diese Kaugummi ist dafür gedacht. Für, ich könnte hier mal rausschreiben. Ja. Also, wenn die Wetterkaugummi 2 Milligramm frisch meint. Für die angegebene Zubehandlung der Tabakabhängigkeit durch Linderung der Entzugserscheinung. Also es wird dann nicht sehr doll Entzugserscheinung sein, sondern es wird lindern, das nicht sehr viel abhängig fühlt. Es ist geeignet für Raucher, die sofort mit dem Rauchen aufhören können, und für Raucher, die vom Rauchstopp ihre Zigarettenkonsum verringern müssen. Ja. Also ich muss leider Zigarettenkonsum verringern müssen. Ja. Und ihr bestimmt auch, wenn ihr rauchen aufhören müssen. Anwendung, bitte beachten Sie die Rauchanleitung unten und lesen Sie blablabla. Sie einfach Rauchverlangen spüren, manchmal 16 Kaugummis am Tag vorbei, als Richtwert 8 bis 12 Stück gelten. Also 8 bis 12 Stück kann man am Tag kauen. Und ja, erstens, langsam kauen, nicht so fest auf das Kaugummi beißen, habe ich gemacht. Pause machen, wenn der Geschmack stärker wird, Nikorette dann in den Wandtaschen parken, habe ich auch gemacht. Erneut langsam kauen, sobald der Geschmack nachgelassen hat. Bis ein pfeffriger Geschmack entsteht, ausreichend Nikotin ist freigesetzt. Pause, bis der pfeffrige Geschmack nachlässt. Ja, also pfeffriger Geschmack lässt jetzt bei mir nach. Sogar frei. Und ja, diese Nikorette Kaugummi ist hammergeil. Und ja, ich sage euch schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal, mein neues Video. Und ciao, und frag einfach da unten in der Infobox, was für ein Video und was ich einen Namen dafür geben müssen oder kann. Und ciao, bis bald.